lieben Drahtis. Ja, schaut mal, was ich euch jetzt hier mitgebracht habe. Also normalerweise müsste jetzt hier der Hochzeitsmarsch eingeblasen werden. Das ist ein wunderschönes Objekt. Das ist ein, ja, wie nennt man sowas? Tiara, Diadem. Also sehr, sehr aufwendig gearbeitet. Aber wenn man vorarbeitet, ist das überhaupt nicht schwer. Und vor allen Dingen auch nicht, nicht so langsam. Also wenn man vorarbeitet, hat man sowas auch schnell dann gewerkelt. Ihr seht, hier haben wir hier einmal die Fliederblüten eingearbeitet und hier habe ich in der Mitte, ich weiß nicht, ob ich mich da vergriffen habe, aber auf alle Fälle ist da die Zauber... Ach, wie heißen die denn jetzt? Ja, die Kleinblütchen. Vielleicht fällt mir es noch ein, wie ich die genannt habe, aber Zauberblüte, zauberhafte Blüte, wie auch immer. Hier am Ende muss ich natürlich noch die Kämmchen einarbeiten. Das ist ja genau das, was wir eben schon gearbeitet haben in den vorhergehenden Video. Ne? Dass man hier hinten jetzt so die Kämmchen einarbeitet und dass man dann das dann auch wirklich in der Brautfrisur besser halten kann. Denn wenn man jetzt hier Nadeln einsetzen würde oder irgendwie, das würde auftragen und das würde auch nicht so funktionieren. Also das kann man auch, ich habe, also ob das in Gold ist, in Kupferrosé oder was weiß ich, was man hier für Farbwünsche hat, Ivory, wie sich die Farben dann alle so nennen bei der Hochzeit. Also da könnt ihr wirklich gestalten, wie ihr das gerne möchtet. Und wir haben ja schon vorgearbeitet, ihr Lieben. Wir haben ja, wie gesagt, diesen Reif ja hier schon fertig. Und da brauchen wir jetzt einfach nur noch die kleinen Ästchen dran setzen. Und ich habe jetzt hier eine ganze Menge an Ästchen ja schon vorbereitet. Das seht ihr hier. Und die sind natürlich auch in unterschiedlichen Größen. Und es gibt zwei verschiedene Varianten, wie ihr die arbeitet. Einmal seht ihr das hier, da sind wirklich die Ästchen, die Blattadern, also gegenübergestellt. Und das andere, was ich sonst immer gemacht habe, bei dem jetzt hier, da sind sie also unterschiedlich angelegt. Das ist ja, ich sage jetzt immer, das ist hier das für Faule und das ist das Aufwendigere. Und wir fangen natürlich mit dem Aufwendigen an, nämlich den in die Mitte zu bringen. Und da benötigen wir natürlich immer mehr Perlen. Ihr seht schon, hier habe ich 6 mm Perlen genommen und 6 Stück und 5 Perlchen in 4 mm. Da ich das abends vorbereitet habe, habe ich mich natürlich auch vergriffen und habe eine Sonderperle eingearbeitet. Hier, eine ganz, ganz zart rosane. Also wirklich, ja, die sollte da nicht rein. Aber das ist jetzt die Glücksperle. Und wie gesagt, hier sind dann 6 mm Perlen und nur 3. Also nur in der Mitte, das oberste, das würde ich dann mit 5 arbeiten. Diese Blätter haben wir ja schon geübt, diese Ranken, wie die funktionieren. Und diese möchte ich euch gerne hier nochmal zeigen. Und dann legen wir schon los. Was ihr dafür braucht, ist klar. Ihr braucht wieder den 0,3 mm Draht und kleine Perlchen. Und da das jetzt in der Mitte ist, fädelt ihr 5 Perlchen auf in 4 mm. Das mache ich jetzt gleich mal hier. So, die vierte und die fünfte. Ach ja, das wäre jetzt das gewesen. Genau, das wäre das gewesen, was wir gemacht hätten mit den unterschiedlichen. Dann muss ich das jetzt, ja, okay. Also, ihr nehmt euch einen langen Faden, circa 40 cm, also länger braucht ihr nicht. Was über ist, den Rest könnt ihr euch ja wieder aufheben für die anderen schönen Sachen. So, jetzt einmal die Perlchen hier so runter.
Ich wollte schon wieder die Technik, die Variante für Faule anwenden, aber wir müssen die jetzt ja machen für die Fleißigen, was länger dauert. Also, ihr nehmt die eine Perle in die Mitte und zwirbelt ungefähr 1 Zentimeter, Maximum 1,5. Dann habt ihr jetzt 2 Ästchen hier, also 2 Drahtfäden. Und dann nicht ganz bis zur Mitte nehmt ihr und zwirbelt wieder. Einmal herum. Einmal habe ich gesagt. Warum mache ich zweimal? Weiß keiner. Und dann nehmt ihr wieder eine Perle und auch wieder. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mal drehen und eine Perle. Die will nicht so, wie ich auch will. Drehen wir wieder schön bis ran ans Ästchen, das ist wichtig. Und die letzte Perle von den 4 mm Perlen. Ihr könnt das immer so ein bisschen ziehen, da seht ihr immer, in welchen Abstand ihr gehen müsst. Ich mache das, ehrlicher gesagt, ich mache das Pi mal Daumen. Also wenn da wirklich mal ein Millimeterchen nicht so korrekt ist, dann das sieht kein Mensch. So, schaut mal. Und jetzt wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Damit ihr auch den gleichen Abstand habt, ne? Vom Ast her. Jetzt nehmt ihr euch eine 6 mm Perle und dreht sie auch wieder ein. Bis ran. Und die andere Seite auch wieder. Na, bei der anderen Technik, wo die Ästchen unterschiedlich sind, in unterschiedlicher Höhe, da könnt ihr das natürlich alles schon vorher auffriemeln, aufwickeln, aufziehen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gucken, ob der Abstand stimmt. Wieder auf und wieder schön bis ran drehen. Also bei dem, wie gesagt, muss man schon so ein bisschen gucken, dass sie immer in gleicher Länge sind. Sollte jedenfalls sein. So, und da das natürlich die Mitte ist, werden wir da jetzt auch nochmal, ihr könntet jetzt natürlich auch 8 mm Perlchen dran setzen. Ich wollte das jetzt aber wirklich ein bisschen zarter gestalten. Das andere Diadem, das habe ich ja gemacht mit 8 mm Perlchen mit drin. Dreht euch das wieder bis zum Ästchen auf, den längeren Drahtfaden nehmen, das ist auch ganz wichtig, sonst habt ihr also immer wechseln, sonst habt ihr irgendwann an einer Seite gar keinen Faden mehr. Und wieder drehen. Ja, ihr Lieben, das wäre jetzt so diese Adern auf gleiche Länge. Kommt das ungefähr hin? Ja. So, und das nehmen wir natürlich jetzt
und suchen uns von unserem Reif, den wir ja schon gefertigt haben, dann die Mitte. Also wir suchen uns die Mitte und die Mitte wäre jetzt hier zwischen den beiden Blütenpärchen, die wir hier gesetzt haben. Das kann aber auch Zufall sein. Das kommt immer darauf an, was ihr letztendlich für eine Größe nehmt. Und dann, wenn ich das in der Mitte gemacht habe, dann nehme ich hier die beiden Drähte, ziehe die so ein bisschen auseinander und dann werde ich die hier etwas vernähen, also rumwickeln sozusagen. Ich lasse das jetzt hier auch gerne mal noch ein bisschen stehen, den übrigen Draht. Ihr könnt natürlich auch die Ästchen euch etwas zusammenschieben, ne? Dann sieht das ein bisschen feiner aus. Und da ich jetzt ja hier einiges sortiert habe und schon vorbereitet habe, nehmt ihr natürlich den nächsten Strang und setzt ihn dann hier direkt bei dem Blümchen mit drauf. Und da müsst ihr natürlich auch ein bisschen drunter gehen, damit das eben das Größte ist hier, ne? Das hier. Und dann macht ihr das auch wieder fest mit dem Draht. Und ruhig auch einmal richtig schön hinten rum gehen, dass ihr dann das fest habt. Also den Strang schön festsetzt. Und hier müsst ihr immer dann natürlich auf der anderen Seite auch arbeiten. Na, wenn ihr jetzt hier einen großen Strang hattet, dann auch wirklich hier gleich links davon mit dransetzen, damit das alles auch ein bisschen gleich ist. Und da auch wieder die Drähte teilen und richtig schön fest umwickeln. Das Richten der einzelnen Ästchen, das machen wir dann wirklich ganz zum Schluss, ne? Dass das dann so ist. So, und jetzt haben wir ja wieder die Mitte von dem. Und dann nehmt ihr euch natürlich das nächste Ästchen, was 6 Perlchen hat, also 6 mm Perlchen, und guckt, dass ihr auch wirklich etwas drunter bleibt. Das ist eben wichtig, nicht, dass ihr da die Hauptperson in der Mitte, ja, den Rang ablauft, indem ihr dann nicht mehr erkennbar die Mitte dort gewebt habt, also aufgestellt habt, das Zweiglein. Und ich habe ja einige jetzt vorbereitet und hier auch wieder zwischen den Blüten gehen und etwas tiefer. Die Drähte richtig schön einmal auseinanderziehen und immer wieder zwischen den Pärchen durchstecken. Also die Drähte sieht man dann auch nicht, wenn man das richtig schön macht. Und ich werde jetzt hier weiterarbeiten. Ich habe ja schon ein bisschen gemacht und hol euch dann gleich wieder ab, wenn es dann fertig ist. Bis gleich, ihr Lieben. Thank you.
ihr Lieben, ich habe jetzt hier natürlich schon jetzt einiges an Perlchen jetzt hier draufgesetzt und an Stränge. Und ihr seht schon, dass man von oben immer jetzt so schräg nach unten geht. So ein bisschen, ne? Und das machen wir natürlich, indem wir weniger Perlen aufziehen. Hier haben wir ja 6 mm Perlen, also 6 mm Perlen draufgezogen. Und dann haben wir ja nur 4 6 mm Perlen draufgezogen, zum Schluss nur 2. So, und wie ihr seht, habe ich jetzt die Perlchen aufgezogen. Ich habe jetzt 3 6 mm Perlen aufgezogen und 2 3 4 mm Perlen aufgezogen und 2 6 mm. Und da mache ich jetzt natürlich hier ganz flix und fluffig. Die bequeme Technik für Faule, sage ich jetzt mal. Und werde mir hier noch kleine, 4 kleine Ästchen zurecht drehen. Und dann haben wir die Tiara auch schon geschafft. Und dann wird das ein richtiger Hingucker sein im Brauthaar. Wieder die Ästchen verschieden anlegen und dann eben richtig schön weit runter und auch gleich den Draht vernähen. Wenn ihr das immer gleich macht, die restlichen Drähte, dass ihr die gleich versteckt hier im schönen Diadem, dann habt ihr auch nicht mehr ganz so viele Arbeit hinterher. Aber es gibt ja immer eine Arbeit, die man nicht so gerne macht oder die man sich wirklich bis zum Schluss aufhält. So, der geht jetzt bis hier ran. Weiter ran würde ich den jetzt hier auch nicht machen, weil das ja im Haar feststeckt. Aber auf der anderen Seite gehen wir jetzt nochmal und werden jetzt gucken bis zur letzten Blüte. Und da haben wir ja nur noch eine Blüte. Also ein Strang, zwei Stränge müssen wir noch machen. Daran kann man das immer gut sehen. Und dann hole ich euch gleich wieder ab. Meine Lieben, und jetzt haben wir schon überall die kleinen Perlchen draufgesetzt in den Strängen und ich hatte ja hier vorn noch einen Drahtfaden übrig. Mit diesem Drahtfaden könnt ihr jetzt natürlich euch noch mal so ein paar kleine Löcher ausfüllen, wenn ihr denkt, nee, also das ist mir jetzt aber wirklich zu dünn oder zu dürftig. Also da dürft ihr auch gerne immer die Drahtfäden stehen lassen und dann dementsprechend euch nochmal so eine Perle auffädeln. Und das zeige ich euch hier nochmal an einem kurzen Beispiel. Ich habe jetzt hier nochmal die 6 mm Perle aufgefädelt und dann halte ich das hier so fest, dass ich praktisch beide Drähte habe. Ich muss natürlich gucken, dass hier mir keine andere Perle dazwischen kommt. Und dann kann ich die dann einmal hier so aufzwirbeln. So. Und stecke die jetzt hier so kurz mit rein.
und muss natürlich dann, damit ich hier die Perle auch fest verankert habe, dann natürlich auch den Draht schön umwickeln. Und damit das auch gleich ist, muss ich natürlich auf der anderen Seite das Gleiche auch nochmal machen. Das Schöne ist bei den kleinen Perlen, dass man immer wieder dazwischen gehen kann, so dass also der Draht immer zwischen den Perlen in der Mitte verschwindet. So, ein bisschen habe ich jetzt hier noch übrig, setze jetzt praktisch die letzte 6 mm Perle rein. Da könnt ihr aber auch eine große Glasschliffperle nehmen oder ja, was euch eben geschmacklich besser passt und gefällt, und drehe das Ganze wieder ein. Bis schön ran, dass die Perle also richtig schön sitzt. Und dann werde ich da mit dem Drahtfaden jetzt immer zwischen den ganzen Perlchen jetzt hier einmal herumgehen. Und habe meinen Drahtfaden dann auch gleich schön verankert. Und wenn ich hier noch so ein ganz kleines Fitzelchen habe von einem anderen Drahtfaden, dann verzwirbel ich die beiden Teilchen und dann kann ich das abschneiden. Also immer erst gucken, dass es auch wirklich richtig schön ist. So, meine lieben Bräute und die es werden wollen oder die Brautjungfern oder einfach nur die, die einfach nicht wollen, aber es schön finden. Jetzt müssen wir das ganze Teilchen natürlich hier einmal auch so ein bisschen richten, die Krone richten sozusagen und vorwärts, weiter geht's wieder. Ich hoffe, dass euch das Video Freude gemacht hat, dass ihr vielleicht wieder einiges mitnehmen konntet, wo ihr für euch das so mit rauszieht und sagt, Mensch, klasse, ich habe was wieder gelernt. Das kann man ja wunderbar machen. Denn das sind so Sachen, die immer gefragt werden. Also Brautschmuck, und guckt euch mal an, was es manchmal so gibt. Ich möchte jetzt nicht großartig China-Müll sagen, aber das ist alles von der Stange und das könnt ihr eben selber machen. Und mit ein paar Handgriffen könnt ihr euch da wirklich was Tolles zaubern. Und wenn jetzt wirklich mal der Abstand hier hinten vielleicht noch zu groß ist, dann dreht ihr die Perle immer noch mal so ein bisschen ein. Wenn es dann natürlich knack macht, ist sie weg. Logisch, dann setzt ihr euch einen neuen Strang drauf. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe, ihr Lieben, es hat euch Freude gemacht. Ich bin gespannt, welche Braut das einmal tragen wird. In diesem Sinne, lasst euch überraschen. Wir sehen uns ja morgen wieder. In alter Frische, hätte ich gesagt. Und ich weiß gar nicht, was morgen für ein tolles Video kommt. Aber bestimmt auch eins, was euch gefallen wird. Fühlt euch ganz, ganz lieb gedrückt. Von Herzen, eure Katja.